Hi, einen wunderschönen guten Abend euch da draußen. Hier ist Newcomer TV live und in Farbe aus dem wunderbaren Newcomer TV Studio im Taunus und die Sonne scheint. Ich habe einen Strohhut auf und ich gehe gleich mich auf die Sonnenliege legen und mich im Lichte der Sonne entspannen. Aber bevor ich das tue, werde ich euch zwei Bands vorstellen, die wirklich... Ja, die sind bemerkenswert. Also zwei junge Bands und ich fange an mit einer Band, die aus Michelstadt kommt. Michelstadt ist, wenn ich mich nicht irre, im Odenwald und im Grunde genommen es kommt ein Teil der Mittelalterszene aus dem Odenwald. Eine sehr lange Hippie-Tradition verbindet die Menschen, die dort leben und dem ursprünglichen Handwerk nachgehen, aber es gibt auch die rebellische Jugend und die hat natürlich mit irgendwelchen folkloristischen Zeitströmungen nicht viel am Hut und sie machen ihren eigenen Sound und so auch die Band, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Sie machen handgemachte Rockmusik, haben euch viel zu erzählen im Interview und werden euch gefangen nehmen mit ihren fantastischen rhythmischen Sounds. Hier von euch extra auf die Erde gebeamt, Pilots Not Flying. Schlindwein am Gesang und an der Gitarre und ich sage das jetzt einfach mal so, obwohl ich es nicht genau weiß, aber bist du der Captain an Bord? Nö, also wir sind schon nicht demokratisch, haha, aber wir teilen uns die Captain-Aufgaben je nach Funktion. Ich meine, wegen dieser wunderbaren, schönen Uniform und vor allen Dingen, weil man sagt ja auch immer, dass die Sänger letztendlich dann auch die Texte machen und sie sind dann auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit das Sprachrohr der Band. Also es ist schon so, dass der Sänger, der mit der größten Klappe auch der ist, der immer reden muss, das stimmt schon. Ich bin auch der Texter von uns, aber der Mario hier schreibt mit mir gemeinsam die Songs, aber unsere Martins sind da genauso im Kreativprozess und in jeder Entscheidung mit integriert. Also manchmal muss halt einer einen Ton angeben, aber in der Regel entscheiden wir gemeinsam und sind schon konform mit dem, was wir wollen. Every mistake you have made will have the consequences. Everything that you have said won't turn out to be right. You've got a feeling that there's a reason that you are thinking. You've got a price to pay. You've got a feeling that there's a reason that you are thinking. Every mistake you have made without the consequences.
everything that you have gained, not doing anything. You've got a feeling that there's a reason that you are thinking. You got a reason to pay. You got a feeling that there's a reason that you are thinking. You got a price to pay. It is on. It is on. Du bist, glaube ich, der Schlagzeuger? Ja, das ist richtig. Wie schwer ist es, auf dem Kutschbock zu sitzen und diese drei wilden Pferde zusammenzuhalten? Ja, die hören alle auf mein Kommando mittlerweile, von daher. Ja, das klappt gut. Wir haben ein gutes Bandfeeling. Ich bin ja der neueste Mitglied sozusagen, aber es klappt wunderbar. Und alles wird auf mein Kommando. Ich habe das die anderen Jungs auch, also die anderen Bands auch gefragt, weil das ist heute so ein bisschen so ein Thema. Also in der Generation, wo ich herkomme, war es noch ganz wichtig, in der Band zu spielen. Man hatte sowas wie eine Art Ehevertrag. Also du hast nur in dieser Band gespielt und wenn einer ausgestiegen ist, hat sich die gesamte Band aufgelöst in der Regel. Ist das für euch auch so eine Art Gelübde oder habt ihr alle nebenher noch 10.000 andere Projekte? Ich muss schon zugeben, dass ich auch andere Projekte verfolge, aber das ist gar nicht unser Problem. Wichtig ist, dass Pilots Not Flying trotzdem zentral bleibt und unserem Probetag ist zementiert und wenn wir was machen, das steht es. Und ich würde sagen, solange Mario und ich nicht aussteigen, läuft es auch weiter. Nein, wir sind ja schon eine Einheit, das passt schon. Aber ja, meine Familie hat schon oft warten müssen, weil die Musik da war. Also das ist schon zementiert. Aber wir sind jetzt nicht so monogam, dass wir sagen, wir dürfen uns nicht andersweitig austoben, weil das bringt ja nur Einflüsse, die auch wieder Profit für unsere Band bringen und den kreativen Erguss nur erhöhen. Dankeschön. Dankeschön. Kommen wir zu einer Band aus dem Rottgau. Ich meine, viele von euch wissen es, weil sie sich für regionale Musik interessieren. Im Rottgau wächst eine, also schon seit Jahren eine ganz besondere Generation heran. Wirklich wahnsinnig viele talentierte Musiker und Musikerinnen. Ich meine, die Rottgau Monotones sind die Mitbegründer des Hessen Rocks. Aber es hat sich viel getan in den letzten Jahren. Die Jugendlichen konzentrieren sich dort nicht nur auf eine Musik oder sind talentiert in einem bestimmten Musikstil. Nein, sie sind wahnsinnig vielseitig aufgestellt. Und so möchte ich euch jetzt die Jungs von Bird's View vorstellen, die euch begeistern werden mit einem groovigen Stoner bzw. Desert Rock.
Und im Interview kommt auch so ein bisschen zutage, dass Sie nicht nur mit dieser Band sozusagen den Bund der geheiligten Ehe eingegangen sind, sondern einfach vielseitig unterwegs sind. Aber jetzt erstmal viel, viel Spaß von euch mit den wunderbaren Jungs von Bird's View. Ich bin total aufgeregt, euch heute zu sehen hier, weil viele Menschen sprechen von euch. Also immer wenn ich sage, Bird's View spielen auf der Newcomer-TV-Nacht, dann sagen die, wow, die geile Band, irgendwie sehr authentischer Stoner. Wie kommt es, dass ihr im Rottgau so diese Stoner, diese Acid-Rock-Roots, was ja eigentlich was typisches Amerikanisches ist für mich, dass ihr das irgendwie so in den Genen habt? Ist irgendjemand von euch verwandt? Hat irgendjemand von euch einen verwandten Onkel in Mexiko oder in Texas? Oder wie sieht das aus? Nee, eigentlich nicht. Also ich habe so die musikalischen Einflüsse von meinem Vater und später dann auch einfach selbst viel gehört und irgendwie dahin gelangt und ja, sich einfach die Bands gezeigt, die wir geil fanden, und es ist immer mehr in die Richtung gegangen und dann haben wir gejammt. So, hey, wir haben Bock auf die Mucke. Und das heißt, du kommst aus einer Musikerfamilie? Also, ja, kann man so sagen. Erfolgreicher Vater. Ja. So, was spielt er? Der spielt Gitarre. Ja, genau. Und wie habt ihr euch hier kennengelernt? Also sind das alles Freunde? Seid ihr im Kindergarten miteinander groß geworden im Rottgau? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also, Steven, Benny und ich haben früher zusammen in der Coverband gespielt. Und Alex haben wir damals kennengelernt auf einem Gig, wo wir mit einer anderen Band von ihm zusammengespielt haben. Und ja, also wir haben uns dort kennengelernt und haben uns super gut verstanden und haben halt gemeint, hey, lass uns doch mal jammen, eigene Musik machen. Higher! Higher!
sound, but I think you prefer me. We won't see us for a long time. And I will miss you, but I hope I will see you again. Ihr habt jetzt eine EP rausgebracht. Das ist im Grunde genommen ist es euer erster Tonträger. Ja. Und wie, ich meine, ihr habt ihn alles selbst bezahlt. Das heißt, ihr seid irgendwie, habt Straßenmusik gemacht, habt Zeitungen ausgetragen, Taxi gefahren oder wie habt ihr das finanziert? Also durch Gigs auf der einen Seite und natürlich halt auch viel von unseren eigenen Mitteln reingesteckt. Wir wollten halt unbedingt einfach mal eine Platte haben, unbedingt mal was Kreatives schaffen und unbedingt einfach mal was rausbringen. Also es ist nicht so wie das Klischee, also wenn man euch anguckt, ihr seid sehr jung, dann viele vermuten, ah, die haben irgendwie Mittelstandseltern, die das alles finanzieren, also so ist es nicht. Also wir haben auf jeden Fall Unterstützung von unseren Eltern dabei bekommen, aber haben halt versucht, uns selber da so viel wie möglich reinzubringen. Hey, don't you worry, my name.
immer wieder überraschend, immer wieder toll. Also Newcomer TV Magazin hier live und in Farbe. Ihr saht gerade die Jungs von Bird's View und ich hoffe, sie haben euch erreicht mit ihrem fantastischen Sound, mit ihrer wunderbaren Energie. Ich kann es immer nur wiederholen, geht ins Internet auf ihre Seite und informiert euch darüber, wo die Jungs in der nächsten Zeit zu sehen sind. Wir kommen jetzt zum Ende unserer kleinen Sendung. Natürlich wie immer mit dem Überraschungsclip des Monats und was wir für euch vorbereitet haben, werdet ihr erleben, wenn wir die Tüte aufmachen. Aber bevor wir das tun, möchte ich mich verabschieden. Ich danke euch für eure Zeit, für eure Sehnsucht nach fantastischer Musik, für eure Bereitschaft, euch mit den Bands und mit den kreativen Menschen in der Rock'n'Roll-Underground-Szene auseinanderzusetzen, wobei Rock'n'Roll einfach für Popularmusik, für Musik jedweder Stilistik steht. Wir sehen uns wie immer bei den Newcomer-TV-Nächten in Oberursel. Die nächste ist im Oktober, am letzten Freitag im Oktober. Ich habe das Datum nicht im Kopf, aber ihr könnt euren digitalen Kalender zur Rate ziehen. Letzter Freitag im Oktober geht es weiter live in der Musikhalle Portstraße. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Seppel und die wunderbare Newcomer-TV-Crew. Bye, bye.